Auf die Hitze folgt drückende Schwüle. Trotz Regen war der Tag bisher alles andere als angenehm. Ab morgen ist die Sonne jedoch wieder zurück. Das macht auch die Arbeit einer Schiffsbesatzung etwas angenehmer, die wir Ihnen im Laufe der Sendung vorstellen. Wir starten zunächst aber mit den Meldungen des Tages. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Dienstag. Im April 2019 soll eine Frau in Bargenz vergewaltigt worden sein. Daraufhin sind Gerüchte in den sozialen Medien hochgekocht, wonach es sich bei den Tätern um Migranten gehandelt haben soll. Ein wütender Mob zog daraufhin durch den Ort und belagerte eine Ferienanlage. Es kam zu mehreren Festnahmen. Die angebliche Tat war daraufhin auch immer wieder Gesprächsthema bei migrationsfeindlichen Kundgebungen in der Region. Wie die Staatsanwaltschaft Cottbus nun aber bekannt gab, hat sie Anklage gegen das mutmaßliche Opfer erhoben. Sie soll die Vergewaltigung vorgetäuscht haben. Ermittlungen der Polizei haben demnach zu keinerlei Hinweisen auf eine mögliche Tat geführt. Der Frau drohen nun bei einer Verurteilung bis zu 3 Jahre Haft. Weitere Meldungen des Tages haben wir nun für Sie zusammengefasst. Wir starten mit einem neuen Corona-Fall in Cottbus. Neue Corona-Infektion. Ein Cottbuser Reiserückkehrer ist positiv auf eine Covid-19-Infektion getestet worden. Der Test wurde an einem Berliner Flughafen entnommen. Die Charité Berlin hat das Ergebnis am Montag der Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Mann befindet sich in Cottbus in häuslicher Quarantäne. Laut Stadtverwaltung zeigt er bislang keine Symptome. Der Reiserückkehrer ist damit der 45. labordiagnostisch bestätigte Covid-19-Fall in Cottbus. Hilfe für den ÖPNV. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung will Verkehrsunternehmen mit einem Corona-Rettungsschirm helfen. 2,5 Milliarden Euro aus Bundesmitteln stehen für den öffentlichen Personennahverkehr für alle Bundesländer zur Verfügung. Anträge für die Ausgleichszahlungen sollen bis zum 30. September gestellt werden können. Allerdings müssen die Unternehmen die durch die Corona-Pandemie entstandenen Schäden nachweisen können. Grüne Stadtgestaltung. Das Forschungsprojekt Green Urban Labs will städtische Grünanlagen verbessern. 12 Kommunen machen mit. Cottbus ist einer der Pilotstandorte für naturnahe Grünflächen. Auf mehr als 20 Teilflächen in der Stadt wurde experimentiert. Erste Ergebnisse werden am 20. August um 17 Uhr in der Aula der Schmelwitzer Oberschule präsentiert. Dort soll auch ein Entwurf zu einem alternativen Pflegekonzept für Freiflächen in Schmelwitz vorgestellt werden. In der Spremberger Kraftwerkstraße ist am Montagnachmittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Derzeit wird die Evakuierung des Bereichs und die anschließende Entschärfung der etwa 50 Kilogramm schweren Bombe vorbereitet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sieht dafür einen etwa 500 Meter großen Sperrkreis vor. Derzeit ist die Entschärfung für Donnerstag vorgesehen. Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Rund 1400 Anwohner müssten dann aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen. Darunter auch 100 Bewohner eines Pflegeheims. Für alle Betroffenen sollen Notunterkünfte und Transporte bereitstehen. Jobmessen sind für viele Jugendliche eine wichtige Station auf der Suche nach einer Ausbildung. Man hat schließlich nur selten die Gelegenheit, mit so vielen unterschiedlichen Berufsgruppen ins Gespräch zu kommen. Durch die Corona-Pandemie war das in diesem Jahr jedoch nicht möglich. Am Cottbuser Oberstufenzentrum hat man deshalb für eine Alternative gesorgt. Liam sucht eine Ausbildung. Der 16-Jährige informiert sich dazu auf dem Markt der Perspektiven am Cottbuser Oberstufenzentrum. Sein Wunsch steht bereits fest. Mein Wunschberuf ist, als Tischler zu arbeiten. Und das ist irgendwie auch Tradition in meiner Familie. Und irgendwie habe ich mich schon immer so für Handwerkliches, besonders was Holz angeht, immer interessiert. Passende Angebote gibt es dazu. Über diese informieren sich 29 weitere Jugendliche. Diese wurden seit einer Woche im Unterricht auf dem Vermittlungstag vorbereitet. Ziel ist es, gerade für die neu aufgenommenen Schüler noch eine Ausbildung für dieses Lehrjahr zu finden. Unsere Jugendlichen, sie sind willig, aber wie gesagt, man muss sie oftmals auch noch an die Hand nehmen und sagen, sie haben es über Jahre, warum auch immer, nicht so gelernt. Viele erwachen jetzt erst, die jetzt merken, wie geht es mit mir jetzt weiter. Ja, sie haben ihre 10 Schuljahre voll, sie haben einen Abschluss mitgebracht.
gut oder schlecht, je nachdem, wie sie selbst damit zufrieden sind. Und nun stehen sie eben vor der Frage, muss ich jetzt hier noch ein Jahr sitzen, um meine Berufsschulpflicht zu erfüllen, weil ich noch nicht 18 bin? Oder mache ich etwas, was mich auch weiterbringt im Leben? Die Schüler werden dabei von den Lehrern unterstützt. Wie zum Beispiel mit dem Markt der Perspektiven. Hier engagieren sich auch Vertreter der IHK, HWK, dem Landkreis Spree-Neiße, der Freiwilligendienste, dem Inklusionskreis der Stadt Cottbus und vor allem der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Cottbus. Corona-bedingt sind viele Ausbildungsbörsen ausgefallen. Wahrscheinlich wären einige Jugendliche, die heute hier kommen, schon vermittelt worden, wenn die Veranstaltungen stattgefunden hätten. Für uns ist es jetzt natürlich auch ein Vorteil, dass wir Arbeitgeber hier gewinnen konnten, ja, und entsprechend auch Arbeitgeber hier noch Potenzial vorfinden. Ja, im letzten Jahr war es so gewesen, dass wir zwar viele Jugendliche hier hatten, konnten natürlich auch Ausbildungsplätze da vermitteln. Und wir wollen eben versuchen, die Zahl der Vermittelten vom letzten Jahr, dieses Jahr trotz geringerer Teilnehmerzahl noch zu verbessern. Der Vorteil bei dieser Vermittlungsaktion ist die begrenzte Teilnehmerzahl. Jeder Jugendliche kann sich dadurch ausführlich zu seiner beruflichen Zukunft beraten lassen. Das schätzt auch Liam. Er hat an den Ständen einen klaren Plan für seine Laufbahn bekommen. Ich konnte jetzt sicher mitnehmen, wie man mir helfen kann mit der Bewerbung, da es wenige Ausbildungsplätze zurzeit zum Tischler gibt. Was es für Aussichten gibt, also wenn man nicht direkt eine Ausbildung machen kann oder will, weil man sich noch unsicher ist, kann man auch ein bezahltes Praktikum machen oder ein freiwilliges soziales Jahr. Auch bei den anderen Schülern waren die Gespräche erfolgreich. Im letzten Jahr wurden bei der ersten Auflage zahlreiche Jugendliche in eine Ausbildung, in eine Einstiegsqualifizierung oder berufsvorbereitende Maßnahme vermittelt. Die Cottbuser AfD-Fraktion kommt nicht zur Ruhe. Erneut muss die Partei einen Abgang vermelden. Dieses Mal handelt es sich um den Stadtverordneten Ingo Scharmacher. Gegenüber der Lausitzer Rundschau äußerte er sich zu den Gründen. Demnach haben einige seiner Posts in den sozialen Netzwerken ihn zur Zielscheibe innerhalb der Partei gemacht. Es gehe laut Scharmacher unter anderem darum, dass er öffentlich zum Einhalten der Corona-Schutzmaßnahmen aufgerufen habe. Dies habe die Parteilinie verletzt. Für Scharmacher sei es jedoch unstrittig, bei Gesundheitsfragen den Experten zu vertrauen. Sein Amt als Stadtverordneter wolle der Politiker aber weiterhin wahrnehmen. Mit dem Austritt Scharmachers ist die ursprünglich aus 11 Mitgliedern bestehende Cottbuser AfD-Fraktion auf 5 geschrumpft. Seit 2016 ist das Schiff Clara im Lausitzer Seenland unterwegs. Es hat dabei eine wichtige Aufgabe. Clara soll nämlich Tagebauseen fit für Wirtschaft und Tourismus machen. Die Gewässer sind sehr sauer. Durch ein spezielles Verfahren soll sich das jedoch ändern. Klaus Noppe sagt von sich selbst, dass er am Wasser aufgewachsen ist. Schiffsaffin war er dadurch schon immer. Beruflich hatte es ihn dann aber schließlich eher in den Bergbau gezogen. Seit einigen Jahren kann er beide Seiten aber miteinander verbinden. Klaus Noppe ist nämlich Projektleiter bei der Brain Innovation Brandenburg, eine 100-prozentige Tochter der LWG. Dort ist er dafür verantwortlich, Bergbau Folgeseen wirtschaftlich und touristisch nutzbar zu machen. Eine Arbeit, die ihn stolz macht. Was wir in 30 Jahren in der Sanierung in unserer Gegend hier erschaffen haben, da kann man schon sehr stolz sein. Und wenn man an vielen Projekten mitwirken durfte in den letzten 28 Jahren, muss ich sagen, da spielt schon Romantik und Stolz immer mit einer Rolle. Zuletzt waren er und sein Team dabei auf dem Sedlitzer See bei Senftenberg unterwegs. Seit 2005 wird der ehemalige Tagebau geflutet. Das wird auch noch bis 2023 andauern. Dabei entsteht das gleiche Problem wie bei vielen anderen Bergbaufolgeseen. Das Wasser ist sauer. Schlecht für Natur und Badegäste, aber auch für die Wirtschaft. Der niedrige pH-Wert hat nämlich auch negative Folgen auf die Substanz von Gebäuden. Um den See zu neutralisieren und damit nutzbar zu machen, muss er zusätzlich bekalkt werden. Brain und LWG haben dafür ein Verfahren patentieren lassen, bei dem ein Kalkgemisch mit Hilfe eines Schiffs direkt im See verteilt wird. Das sogenannte In-Lake-Verfahren. Das kann man sich vom Grundprinzip so vorstellen, der Kalk wird in die Bunker transportiert, wird über eine Zellradschleuse dementsprechend gesteuert, wie das Monitoring festlegt, mit der Menge dem Wasser zugebracht. Und sobald es mit Wasser in Verbindung kommt, wird es zu einer Suspension umgewandelt, also mit dem Wasser vermengt, und wird dann ausgetragen mit einer Kalkfahne, die eine
sehr lange Zeit schwebt im Wasser, dadurch sehr gut reagieren kann, langsam nach unten sinkt und die vollständige Menge des Kalkes aufgelöst dem Wasser zugeführt wird und damit eine sehr effektive Erhöhung des pH-Wertes stattfindet. Dafür braucht es natürlich auch spezielle Schiffe. In Sedlitz ist das die Clara. Der LMBV-Katamaran wird von der Brain betrieben und ist seit 2016 im Lausitzer Seenland unterwegs. Ein anderes Schiff, die Barbara, ist hingegen schon seit 2011 im Einsatz. Etwa auf dem Lichtenauer See und dem Schlabendorfer See. Früher musste der Kalk noch direkt aus Eisenbahnwaggons oder mit Hilfe von Kanonen in den See befördert werden. Schiffe sind da wesentlich flexibler. Anders als andere Verfahren, wo das teilweise mit Kanonen reingebracht wird oder über große Rohrleitungen vom Ufer, ist da dahinter die Intuition, dass man Seen, die langsam in der touristischen Nutzung sind, trotzdem jetzt zunehmend technisch noch aufkalken kann, ohne dass große technische Einrichtungen auf dem Wasser zu sehen sind. Das Schiff, die Clara und auch die Barbara, die das erste Schiff dieses Typus war, was uns als Brain gehört, ist von außen wie ein ganz normales Binnenschiff anzusehen und die Einbringung des Kalkes über die Düsen erfolgt unter der Wasseroberfläche und es wird gleichzeitig optimal verteilt durch diesen Katamaran-Schiffskörper, weil durch die zwei Schiffsrümpfe, die über den See ziehen, zusätzlich noch eine Verwölbung der Kalkmilch erfolgt. Trotz moderner Verfahren, die Bekalkung eines Sees braucht auch viel Zeit. In Sedlitz wurde jetzt gerade einmal die erste Phase beendet. Etwa 2 Monate hat die gedauert. 6 Tage die Woche war die Clara dabei unterwegs. Bis zu 8 Mal am Tag musste sie mit Kalk beladen werden. Auch eine logistische Herausforderung. Das geht alles just in time. Also der LKW auf der Landstraße, Autobahn per Achse hierher, wird angeschlossen, wird entladen. Wir bringen das auf. In der Zwischenzeit der Austragsphase muss der nächste LKW da sein, muss angeschlossen werden, muss wieder eingeblasen werden, der Kalk. Und so läuft das von der ersten Ladung bis zur letzten am Tag, was für alle eine große Herausforderung ist, sage ich mal, das just in time zu erledigen. Baustellen auf der Autobahn, Stau, dieses und jenes. Da ist es schon aus meiner Sicht eine große Leistung, dass wir diese Grundneutralisierung in der ersten Phase in dieser kurzen Zeit auch geschafft haben. Mit Abschluss der Phase 1 bekommt der Sedlitzer See nun erstmal die Gelegenheit, etwas zu ruhen. Clara wird dann wieder an den Partlitzer See umgesetzt. In den nächsten Monaten wird nun genau gemessen, wie sich der pH-Wert in Sedlitz verändert. 2021 startet Phase 2. Auch dann wird die Clara wieder im Einsatz sein. Wann genau der See allerdings für Badegäste freigegeben werden kann, ist aktuell noch nicht absehbar. Die Besatzung der Clara hat mit Sicherheit einen der schönsten Arbeitsplätze der Lausitz. Und wer weiß, vielleicht sieht man sie ja schon bald, ja auch auf dem künftigen Ostsee, ihre Kreise ziehen. Die Jugendkonferenz ist eines der wichtigsten Mittel zur Mitbestimmung für alle heranwachsenden Cottbusser. Wegen der Corona-Pandemie fällt die in diesem Jahr allerdings aus. Es wird aber an einem anderen Weg der Mitbestimmung gearbeitet. Mehr dazu unter anderem morgen bei uns. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Kathleen Urbanski. Ich wünsche einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Nur das Beste für zu Hause. Zurzeit ab 19,50 Euro im Monat. Denn wir geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Jetzt auf pure.com. Achtung! Großer Sortimentswechsel im Möbelzentrum Großreschen. Ausstellungsstücke sind bis zu 73% radikal reduziert. Schnell sein lohnt sich, was weg ist, ist weg. Oder 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen sichern und bei den neuen Küchen sogar den 50% Aktionsrabatt. Auf Wunsch natürlich mit der 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause.
Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. dekra-in-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Die Knappschaft ist auch beim Sport immer an deiner Seite. Zugegeben, fast immer. Mit dem Sportbonus 70 Euro sichern und einfach den Sport finden, der am besten zu dir passt. Knappschaft für meine Gesundheit. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus.